Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute, wie bereits versprochen, das 100% gedupte STR Ribrian Showcase. Oh Mann. Ich muss meine Musik für mich ein bisschen leiser machen, weil es ist wirklich schrecklich. Dokkan Musik kann ich nicht leiden. Obwohl bei manchen Events geht es halt einfach wirklich, aber die hier gerade ist nicht so toll. Ja, 100% Ribrian Showcase. Ich showcase sie nicht in einem Neo-Team, STR-Leader, sondern in ihrem Peppy Girls Team. Einfach weil ich sehen will, wie sie darin funktioniert. Und selbstverständlich, weil sie hier drin ihren größten Boost bekommt aufgrund ihrer Passive. Ich müsste also, wenn ich ihr maximales Potenzial haben wollte. Ja, es ginge nicht, es ginge nicht. Goku Leader, aber dann noch. Ist schwer. Ganz viele Peppy Girls. Ich habe mir das Black Event dafür ausgesucht. Aus dem einfachen Grund, weil es nicht so schwer ist, aber auch nicht so einfach. Und ich wusste tatsächlich nicht, was soll ich nehmen. Was wäre okay, um sie zu testen? Also das hier. 100% STR Ribrian hat mir noch Twitter angeboten. Danke an dich, Dude. Es ist nicht allzu viel. Er ist auf Crit gegangen. Also wir werden mal sehen, wie sie sich schlägt. Aber an sich ist es schon mal... Naja. Wir können ja gleich mal schon die Frage klären des Formats. Worth it? War sie es wert? Mein erster Gedanke? Nein. Mal sehen, ob ich mich vom Gegenteil überzeugen lassen kann, wenn ich gleich den Damage Output sehe. Ich habe hier natürlich ein komplettes Peppy Girls Team aufgebaut. Mit all den Chars, die ich so gefunden habe. Naja, es ist okay. Na, wir kriegen direkt eine Ulti ab. Ja, okay, 32.000. Ja, obwohl, 350.000? Ah, die Sache an ihr ist halt, man kann sie grundsätzlich in diesem Team nutzen, ja, aber wenn man sie jetzt halt zum Beispiel im STR-Team benutzen möchte, was ich zuerst vorhatte, ihre Passive ist darauf aufgebaut, dass ihr andere Peppy Girls Chars im Team habt und ist halt scheiße. Das ist eine Karte, die man halt nur hier benutzen könnte, großteils. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich damit meine. Attack und Defense 15% ab für jede Peppy Girls Kategorie Einheit in eurem Team. Heißt, ich werde stärker, desto mehr ich von denen in meinem Team mit rumschleppe. Heißt aber auch, wenn ich sie im STR-Team benutze, wo keiner von denen drin ist, habe ich nur die Passive mit dem Heilen. Weshalb sie für mich halt nicht irgendwie geeignet ist, um sie auf 100% zu bringen. Ja, ist trotzdem interessant, sie zu showcasen, glaube ich. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht ist ja... Einfach hat sie die Kategorie endlich mal... Hat sie der Kategorie endlich mal einen Leader gebracht. Das ist ja schon mal etwas. Weil davor hatten wir nie einen Leader für diese wunderschöne, ultra starke OP-Kategorie. Muss aber sagen, 77% für eine Free-to-Play-Karte, das ist ganz nett eigentlich. Additional von Kefla. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir dem Black Event überhaupt gewachsen sind. Das wäre natürlich ultra unangenehm, wenn wir direkt sterben würden. Eieiei. Das Leben ist durchwachsen. 150.000. Naja. Cauliflower. Ah, shit, kein STR-Orb. Aber Moment, hier. Rainbow-Orb für die Heilung. Ja, ja. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. 7.777, okay. Irgendwie fehlt mir was an der Karte. Es nervt halt, dass sie sich selbst nur stärker machen kann, wenn andere davon dabei sind. Egal, wie man ihr maximales Potenzial haben könnte. Ja, mit Super Saiyan 4 Goku Leader halt. Als ob. Mit Super Saiyan 4 Goku Leader halt und dann vielleicht den Rest Peppy Girls und Friend noch Goku, aber. Ja, ihr versteht schon meine Bedenken daran, oder? Ich glaube, es ist recht verständlich. So, meine setze ich off-rotation. Meine ist nämlich das SA1, also ist sie, naja, absolut wertlos theoretisch. Ah, den Rainbow hätte ich die Bären geben sollen, war. Egal. Obwohl, wer gibt mehr Bulma oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, Ribrian, oder? Es ist halt eine ziemlich lustig gedacht. 1. April, ja, der Modus halt, haha, lustig. Und jetzt hast du noch die Ribrian-Karte zu bringen, die sogar recht brauchbar sein kann. Das ist eine nette Idee, muss ich sagen. Ist ja ganz cool. Jetzt haben wir fürs Mutant Roshi-Event auch ein Leader. Wow. Ich glaube, sogar Refaser hat vor kurzem erst einen Showcase gemacht zu diesem Team und jetzt ist der Leader dafür da. Ah, jetzt ein bisschen später gemacht, schade. So, da sehe ich doch gleich Rainbow Orbs. Lecker. Direkt mal die Heilung gönnen. Und direkt mal ein Item einsetzen. Der Black kann mich trotzdem ziemlich hart fertig machen. Das Ding ist halt, da es
Pappy Gelser, so Char sind die scheren alle die guten Links, habe ich das Gefühl. Was heißt gut, die scheren alle Links, die dafür sorgen, dass ich jetzt nicht eine Runde habe, wo jetzt einer nicht zum Ulten kommt. Ist ja auch schon ganz nett. Tatsächlich. Wir können festhalten, Riblians Attack Stat ist, oh nice, im 350er Bereich durchgehend. Die kommt auch nicht höher. Ist, wie gesagt, passive. Ich habe so viele Chars drin, wie es geht. Heißt, ihr Maximum, den sie machen kann, in ihrem Team, 350, oh shit, 1000. Ich würde das gerne noch mit der Goku-Konstellation, wie gesagt, probieren, aber das ein andermal. So, da kann Bulma mal gleich zeigen, ob sie es einstecken kann. Rainbow Orb für die Heilung. Warte, ich wollte gucken. 7777 gibt mir Riblian. Bulma auch, oder? Ja, okay, beide genau gleich viel. Interessant. Net to know. Gehen wir dir das. Mei ist eigentlich nicht schlecht. Sie kann, glaube ich, recht gut stunnen und sie ist AGL-Supporter. Das heißt, wenn sie mit Cauliflower ist, gibt sie der einen kleinen Boost. Aber trotzdem. Not bad. Bitte schnell. Nice. Ah, Moment, Kefla hätte ausweichen können. Vielleicht wäre sie in der Mitte tatsächlich besser platziert. Ah, egal. Platziert gewesen. Critical! Nice! Ah, nee. Alles richtig gemacht. Bulma steckt beides easy ein. Nett. Jetzt könnten sie öfter mal raushauen. So kleinere Kategorien, die nicht so dolle sind. Wie diese hier halt jetzt. Und dafür auch direkt einen ganz guten Leader. Dann halt 77%. Haben sie ja beim World Tournament gemacht. Mit dem guten Roshi, den wir immer noch nicht haben. Ist eine nette Idee, finde ich. Gefällt mir. Zack, jetzt mal gucken. Ah, wenn der Cauliflower ultet, hätte ich schon ein bisschen Angst. Heißt an der Stelle. Ah, ein Item. Ah, er ist gestunt gewesen, oder? Habe ich gerade gesehen. Ja, er war gestunt und wir haben ihn eh gekillt. Egal, egal, okay. Okay, okay, dann habe ich mich halt für diese Runde schon geheilt. Ist ja auch absolut kein Problem. Ich bin einfach. Ich hab vorausgedacht. Ich hab vorausgedacht. Danke. So, ich habe ja auch zwei Orb-Changer. Das ist ein bisschen nervig. So, ich brauche keine Heilung. Bringt mir gerade eh nichts. Zack. Zack. Mal gucken. Oh, shit, shit, shit. Wäre jetzt ziemlich unangenehm, wenn wir sterben. Ja, okay, Bulma. Ich glaube, wenn Bulma eine Attacke schon so eingesteckt hat, dann können wir, glaube ich, nicht sterben. Additional. Sehr nett. Ja, okay. Jetzt ultet er vielleicht, aber Kefla könnte so nett sein und dodgen. Mal sehen. Und erstmal Additional Z. Vielen lieben Dank dafür. Ja, okay, gar nichts. Ja, lief ja super. Alter, 25. Fällt immer wieder auf, wie gut diese Bulma eigentlich sein kann. Es ist wirklich schön, dass die Free-to-Play-Einheiten nochmal zwischendurch raushauen, die wirklich Verwendung im Spiel noch haben. Einfach mal so, das merkt man dann erst. Oh, jetzt passiert was Nices. Wir kriegen in diesem Showcase sogar einen Dokkan-Mode mit unserer Riblian hin, der 100%igen. Das ist ja cool. Jetzt muss ich auch hoffen, dass ich ihn hinbekomme, weil ich bin auf meinem Streaming-Device-Dingsbums, Sidesync. Heißt, Ulti. Ah, fuck, er lowert, oder? Also ich bin ein bisschen schwächer. Ja, auf Sidesync, dementsprechend ist das ein bisschen verzögert alles. So, mal hoffen, dass ich alle treffe. Ich glaube ja eigentlich eher nicht. Ah, zwei nicht geschafft. Shit, shit, shit. Mal sehen. 338. Ja, ich glaube, er lowert Attack. Wir hatten ja 350.000 sonst schon safe. Scheiße. Ja, das musste jetzt sein. Warbleck, das musste sein. 670.000 ist trotzdem stabiler Damage. Ich bleibe dabei. Sie ist es nicht wirklich wert, da sie halt ihr volles Potenzial nur in diesem Team auch entfalten kann. Kann mir einer verraten, was mit der Lautstärke vom Spiel los ist, dass die ganze Zeit hin und her wandert von ganz leise zu ganz laut? Das nervt mich voll. So weiß ich nicht, was ich einstellen soll. So, zack. Oh, nice. Ah, guck mal, er ist wieder gestunt. Meiser Dank. Oh, sogar eine schöne Rainbow-Welle. Hätten wir Schaden, wäre das... Ah, okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hätten wir Schaden, wäre das ganz cool gewesen für die Riblian, aber egal. Ich nehme an, im nächsten Turn machen wir ihn auch dann fertig mit der 100%igen. Irgendwie hätte ich gedacht, dass sie eine Supporter-Karte wird, eher. So, dass sie vielleicht Attack-Boost von 50% und Pappy Gelds dann auch noch Attack-Defense 30%. Sie wirkt da so eine, die unterstützend ist, die für die Liebe kämpft und hätte gedacht, die ist dann so, ey, komm, wir alle zusammen. Ein bisschen enttäuschend. Aber naja, es geht auf jeden Fall.
Ich war ganz mit Cauliflower gelassen. Ich muss gerade gucken, ob irgendeiner mit dir einen richtig kranken Link hat. So, ich nehme an, sie beendet das jetzt, wenn sie crittet. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Nicht ulten. Ich wollte schon sagen, nicht wieder lowern. Ja, das ist irgendwie belastend gewesen, dass er mich gelowert hat beim Dokkan-Node. Wieder 300.000. Kann Cauliflower das beenden? Ja, ich glaube nicht. Jetzt war ein Dupe, aber es ist nicht eingesetzt tatsächlich. Ja, ein bisschen Schande über mich, Leute. Und C18. C18 natürlich. Hatte die einen Dokkan? Ich glaube nicht. Es gab eine andere, die hatte eins. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Ich glaube, die NT hatte eins, oder? So, Finale. Wer darf beenden? Bulma darf beenden. Bulma darf das beenden. Komm. Haben wir hier noch eine schöne physische Welle. Und wundervoll. Bulma darf dir den Gnadenstoß geben, dafür, dass du den Sohn so derartig misshandelt hast. K.O. Das Black Event mit einem Nicht-Free-to-Play-Team. Ich wollte kein Free-to-Play sagen, aus irgendeinem Grund. Mit einer 100% Rivian. Nice. Tatsächlich ein bisschen erstaunt, dass sie auf über 300.000 Damage kam. Das muss ich lassen. Respekt dafür. War schon okay. Aber, ja, an sich, ich wiederhole es zum 4.000.000. Mal. Die funktioniert leider in einem Pegasus-Team nur. Was ein bisschen schade ist. Meiner Meinung nach nicht wert, auf 100% zu bringen, aber was weiß ich, kann jeder machen, wie er möchte. Das war's mit einem kleinen 100% Showcase zu der Rivian. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denn zu dem Thema denkt. Sollte man nicht. Und bitte lasst dabei außer Acht, dass sie ein nerviger Charakter in der Seele war, sondern geht auf ihre Fähigkeiten ein. An sich würde ich mal interessieren, was ihr dazu so denkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und falls ihr neu seid, auch ein Abo. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl. Und ciao.